Ja, liebe Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie es Ihnen geht, aber eigentlich freue ich mich ja tierisch auf diese WM in Brasilien. Aber so langsam befürchte ich ernsthaft, über unserer deutschen Mannschaft liegt ein Fluch. Fluch, Fluch. Ich habe wieder mein eigenes Echo, habt ihr es gemerkt? Alles geht schief. Alles geht schief rund um diese Nationalmannschaft. Autounfall beim völlig sinnlosen Mercedes-Sponsorentermin. Mistwetter im Trainingslager. Verletzte Spieler. Oliver Bierhoff ist sogar im Krankenhaus. Mit Verdacht auf Spliss. Ja, bitte. Und dann passiert Kevin Großkreuz. Kevin Großkreuz passiert auch noch dieses Malörchen in der Hotellobby. Gegen 6 Uhr früh kam es dann in diesem Hotel zum Eklat. Sturzbetrunken pinkelte Großkreuz in die Lobby. Es war ein sehr schwerer Abend, eine Niederlage und war sehr frustriert. Gut, also. Ja, aber da kann ich nicht mit Steinen werfen, das kenne ich von mir selber. Ich bin wegen irgendwas frustriert. Und dann lasse ich einfach laufen. Nö, jetzt ehrlich, die Spießer von dem Hotel, die können doch froh sein, dass der Kevin nicht groß musste. Trotzdem, der Bundestrainer hat ihn sich natürlich zur Brust genommen. Der Löw hat gesagt, Kevin, komm mal her, mach die Hose zu und guck mich an. Jeder, der für den DFB arbeitet, hat eine Vorbildfunktion. Jeder. Bundestrainer Löw muss seinen Führerschein wegen zu vieler Punkte in Flensburg abgeben und sich jetzt Fragen nach seiner Vorbildfunktion gefallen lassen. Mehrfach geblitzt, aber, das müssen wir ihm zugutehalten, immer mit perfekt sitzender Frisur, meine Damen und Herren. Immer. Immer. Junge, Junge. Vorbildfunktion. Ziemlich das erste Mal passiert. Konto voll, 18 Punkte, 6 Monate Lappen weg. Als der Großkreuz das gehört hat, hat er so gelacht, er musste gleich wieder eine frische Hose anziehen. Er ist doch wirklich peinlich. Ich find's peinlich. Ein Bundestrainer mit Bleifuß. Ich glaube, es ist wirklich nichts Besonderes, sowas passiert. Ich glaube, werden einige hier im Raum sein, die schon mal den Führerschein entzogen bekommen haben durch zu schnelles Fahren. Ja, komm, nichts Besonderes. 18 Punkte. Der HSV ist froh, wenn er nächste Saison 18 Punkte holt. Glaube ich. Ach, egal. Komm, ist doch egal. Es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich freue mich auf diese WM in Brasilien. Das wird super. Mal ein bisschen Land und Leute kennenlernen. Brasil. La, 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 la. Ein Geldtransportdienst, der in die Luft schießt. Waschmaschinen, die aus Geschäften getragen werden. Ein Laster, der während der Fahrt überfallen wird. Respekt. Die meisten deutschen Nationalspieler laufen im Moment nicht schnell genug, um so einen Laster einzuholen. Viele Leute kritisieren jetzt die FIFA und Brasilien. Mehr als 10 Milliarden Euro Steuergeld hat Brasilien für das Turnier bereits verballert, statt für Schulen oder Krankenhäuser. Andererseits muss man auch dazu sagen, es geht natürlich nicht allen schlecht. Im deutschen Trainingslager zum Beispiel kann man es aushalten. Der Pool ist schon eingelassen. Wir sind jetzt dabei, Details noch abzustimmen. Es ist ein Projekt der Excellence. Also es sieht sehr, sehr schön von innen aus. Der Wohlfühlfaktor ist 1000% da. Cluburlaub mit Excellence ist eine feine Sache, Freunde. Wenn nur die doofen Spiele zwischendurch nicht wären. Das Campo Bahia, extra für unsere Jungs gebaut auf einer Insel. Das heißt, der protestierende Mob mit den Fackeln und den Mistgabeln muss jedes Mal die Fähre nehmen. Da kriegt die Mannschaft auch gar nicht mit, wenn, wie gerade in der Hauptstadt Brasilia, wütende Ureinwohner mit Pfeilen auf Polizisten schießen, weil der Staat ihre Reservate verkleinert. Nicht schön. Wir schalten mal live ins deutsche Camp zu Ulrich von Hesen, dem unehelichen Vater von Waldemar Hartmann. Ulrich, kriegt man auf der Insel da überhaupt irgendwas mit vom Elend im Land? Sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, was hier los ist, Wilke. Von wegen Luxusquartier. Ich war eben in der Hütte von Podolski und Schweinsteiger. Da hat die PlayStation noch keinen Internetanschluss. Zustände wie im Mittelalter. Ich meinte jetzt eigentlich das wirkliche Elend. Ja, ich doch auch. Nichts funktioniert. Eben sind hier sämtliche Sicherungen rausgeflogen, weil die Techniker versucht haben, Jogi Löws Trockenhaube anzuschließen.
Das ist höchst bedauerlich, aber leider gar nichts gegen die Zustände in der unmittelbaren Nachbarschaft des schönen deutschen Camps. Fehlende Abwassersysteme, verschmutztes Trinkwasser. Der brasilianische Problemalltag direkt neben dem deutschen Luxuscamp. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das Abwassersystem funktioniert jetzt schon nicht. Wie soll das erst werden, wenn Kevin Großkreuz hier ist? Da vorne. Ich sag Ihnen, da vorne bauen Sie gerade ein riesiges Katzenklo für den. Das ist schön für den Kevin. Können Sie mir mal erklären, warum alle anderen Teams ins Hotel gehen, nur für unsere Prinzesschen muss eine ganze Anlage gebaut werden? Ich bitte Sie, Hotels? Unsere Profis sind hochsensible Künstler. Das ist nicht mehr wie früher. Da hatten wir Spieler wie Horst Rubesch, halb Mensch, halb Abrissbirne. Der hat beim Frühstück den Teller mitgegessen. Wenn die Kamera bei der Hymne an dem vorbeigeschwenkt ist, dann hat das Angst und Schrecken verbreitet. Wenn heute die Kamera an Philipp Lahm vorbeischwenkt, dann schießt den Zuschauern zu Hause die Milch ein. Ja, sicher. Horst Rubesch vermissen wir alle. Aber das hat doch nichts mit dem deutschen Quartier zu tun. Hier, ich frage Sie, muss sowas sein? Aus der Luft erkennt man, der Übungsplatz ist so gut wie fertig. Er wurde mitten im Naturschutzgebiet gebaut. Ja, da wurden 2, 3 Bäume gefällt. Aber man muss ja auch bedenken, das ist eine langfristige Investition. Unsere Jungs bolzen auf dem Platz ja auch mindestens 3 Wochen. 2 Wochen. Achtelfinale ist unrealistisch. Ja, im Naturschutzgebiet. Das kommt bestimmt riesig an bei den Ureinwohnern. Ach Gottchen, die Ureinwohner. Mal ehrlich, wer wird denn heutzutage noch Indianer? Da ist man auch ein Stück weit selber schuld. Ach du Scheiße! Die nächste Fähre. Die nächste Fähre fährt zum Krankenhaus, geht erst in einer halben Stunde. Toll, ja, toll. Echt. Nie wieder Brasilien. Gute Besserung, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ins Campo Bahia.